So Leute, da bin ich wieder. Es ist gerade was passiert vor knapp einer halben Stunde. Etwas ziemlich, naja, cooles, würde ich sagen. Der Trailer für 1.5 ist rausgekommen. Das Update selber noch nicht. Ja, wir gucken uns den an, wenn ihr es nicht mit mir zusammen gucken wollt und nicht meine dummen Kommentare dazu hören wollt, dann guckt euch das einfach selber an. In der Videobeschreibung ist ein Link dazu. Aber ja, ich würde sagen, gucken wir uns einfach den Trailer mal an. Man kann mehrere Welten generieren. Neue Teile. Ein Ausweissystem mit Rotation und Kopieren. Die Separatoren kann man jetzt auch an größere Tanks anschließen. Ein Symmetriemodus wurde hinzugefügt, damit kann man jetzt Booster ganz leicht bauen. Viel, viel mehr Skins für alles Mögliche. Ja, generell ein Redesign hat das Spiel bekommen. Ein neues Navigationssystem gibt es auch noch dazu. Neue Animationen, neue Einstellungen, Drag-System, neue Musik, Übersetzung, darunter wahrscheinlich auch Deutsch. Alles ein bisschen besser und schöner gemacht. Ja, der Code wurde komplett neu geschrieben. Alles, was dazu gehört. SFS 1.5 Update. Am 5.6., jetzt haben wir es ganz offiziell. Ja. Patch Notes in der Beschreibung. Aber das interessiert uns jetzt nicht mehr. Was heißt das für meinen Kanal? Naja, im Grunde ziemlich viel. Wir werden jetzt, also ich werde jetzt wieder SFS aufnehmen. Ich habe nicht einfach aufgehört mit SFS spielen. Ich habe das weiterhin gespielt. Ziemlich aktiv sogar. Ich habe jetzt einige ziemlich leistungsstarke Raketen. Die bringen schon einige tausend Tonnen in den Erdorbit. Ja, ich habe vor, vielleicht das Sonnensystem zu übernehmen. Ein paar Stationen hier, ein paar da. Mars und Mond auf jeden Fall. Vielleicht auch Venus, weiß ich nicht ganz. Ja, vielleicht auch die Jupitermonde mal ein bisschen genauer angucken. Das haben wir jetzt bisher nicht gemacht. Ja, am 5. Juni ist es soweit. Dann mache ich wieder ein Video, gleich am selben Tag noch, sobald ich SFS geupdatet habe. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns wieder. Bis dann.